Für Deutschland treten einige junge Boxer mit massig Potenzial sowie erfahrene Ringveteranen in den Ring. Wir schauen auf den ein oder anderen Kämpfer und wagen eine Prognose zu deren Zukunft. Here we go. Die Zeiten, in denen deutsche Boxer mehrere WM-Titel hielten, ist schon lange vorbei. Dennoch gibt es einige Fighter, die sich in den letzten Jahren in eine gute Ausgangsposition gebracht haben und schon bald um die internationalen Titel kämpfen dürfen. Zu ihnen gehört Jack Kulkai, der vom WBC, der IBF und der WBO bereits in den Top 15 der Weltrangliste geführt wird. Gerade bei der IBF hat der Ex-Champ sehr gute Karten auf einen baldigen WM-Fight. Das ist auch dringend nötig, denn der 35-Jährige muss in diesem Jahr unbedingt den nächsten Schritt machen. Patrick Wojcicki hat in den letzten Jahren nichts anbrennen lassen und hat sich bis zum dritten Platz der IBF hochgearbeitet. Weil die Plätze vor ihm vakant sind, ist er laut Ranking der erste Herausforderer von Gennady Golovkin. Vorerst muss sich Wojcicki noch in einem WM-Eliminator gegen Patrice Volny durchsetzen. Der Fight musste aufgrund der Pandemie bereits aus dem letzten Jahr verschoben werden, in diesem Jahr könnte es aber klappen. Bei einem Sieg steht einem Fight von Patrick Wojcicki gegen Golovkin dann auch nichts mehr im Weg. Auch wenn der Wolfsburger krasser Außenseiter wäre. So weit ist Vincent Feigenbutz noch nicht, aber der Karlsruher bringt alles mit, um sich zurück ins internationale Rampenlicht zu boxen. Nach seiner WM-Niederlage gegen Caleb Plant stieg der 25-jährige Feigenbutz eine Gewichtsklasse ab und bezwang Yama Saidi mit einer sehr starken Leistung. Für das Duell mit Felix Sturm will er nun wieder zu seiner alten Gewichtsklasse aufsteigen und mit einem Sieg den nächsten Schritt machen. Boxsport-Expertin Regina Halmich sagt dazu im Boxsport-Interview: Bei Vincent kommt es jetzt ganz auf den anstehenden Kampf gegen Sturm an. Dort wird man erkennen, welches Potenzial wirklich in ihm steckt. Auch ist es spannend zu beobachten, was der erneute Trainerwechsel von Zoltan Lunka zu Hansi Brenner bedeutet. Mit welchem Stil und welcher Taktik geht Vince in diesen Fight? In seinem letzten Kampf im Mittelgewicht gegen Yama Saidi hat er eine gute Leistung gezeigt. Aber das ist keine Standortbestimmung wie ein Duell gegen Sturm. Marco Huck gilt wiederum als alter Ringveteran, der sich auf das Ziel EM-Titel fokussiert. Der ehemalige Cruiser-Weltmeister boxt seit mittlerweile 3 Jahren im Schwergewicht und kommt dort nicht so richtig von der Stelle. Seit seinem Wechsel bestritt er nicht mal 15 Runden. Keine gute Ausgangslage, zumal seine letzten Gegner auch nicht zu den Top 100 der Weltrangliste gehören. Dennoch soll er in diesem Jahr noch die Chance auf einen EM-Fight erhalten. Dort kann der 36-Jährige beweisen, dass er doch nicht zum alten Eisen gehört. Der Kölner Thomas Piccirillo fliegt indes noch unter dem Radar, hat aber möglicherweise eine glänzende Zukunft vor sich. Er ist einer der Corona-Gewinner, denn 2020 nutzte er, um für ordentlich Wirbel zu sorgen. 2 Siege gegen Adam Amkadov und ein unglückliches Remis gegen Vincenzo Gualtieri verhalfen ihm zu einem Vertrag mit dem Promoter Argon und zur deutschen Meisterschaft. Und jetzt? Wir gehen davon aus, dass Piccirillo schon demnächst auf europäischer Ebene weiter nach den Sternen greifen wird. Welche deutschen Boxer habt ihr für zukünftige Erfolge auf internationaler Ebene auf dem Zettel? Schreibt es uns in die Kommentare. Legt euch zudem unbedingt die aktuelle Boxsport-Ausgabe zu, denn in diesem Video haben wir nur den Bruchteil der Situationen der deutschen Boxer beleuchtet. In unserer Titelstory erfahrt ihr alles auf 8 Seiten zu dem Thema und lest die Meinungen unserer Experten Regina Halmich, Axel Schulz und Matthias Preuß. Magazinabonnenten wissen natürlich schon Bescheid, denn sie erhalten jede Ausgabe direkt in den Briefkasten geliefert. Das wollt ihr auch? Dann schließt jetzt ein Abo ab und erhaltet zudem noch einen 25-Euro-Gutschein für den Online-Shop von Sportart 3.